Sony hat auf der CES 2015 einen Prototyp seiner Datenbrille Smart Glass Attach gezeigt. Das Bild wird wie bei der Google Glass mithilfe eines Prismas am rechten Rand des Glases angezeigt. Anders als Sonys bereits bekannte Datenbrille kommt die Attach ohne eigenes Brillengestell. Stattdessen kann sie an herkömmliche Brillen, Skibrillen oder Helmen befestigt werden. Der von uns ausprobierte Prototyp erlaubte keine Bedienung oder Interaktionen, sondern zeigte lediglich einige mögliche Benutzungssituationen. So soll die Attach beispielsweise Routen, die Laufgeschwindigkeit oder auch andere Nutzer in der Umgebung anzeigen können. Unten ist das Farbbild. Farbiges kleines Bild, ein bisschen kleiner als bei der Google Glass, aber sehr scharf. Und jetzt laufe ich hier gerade über den Pier. Und jetzt wird mir gerade angezeigt, wie schnell ich laufe. Davor wurde mir der Weg angezeigt. Das Bild ist etwas kleiner als das der Glass, dafür hochauflösender und deutlich heller. Ebenfalls interessant ist die Einbindung in sportliche Aktivitäten, die verbundene Schläger benutzen, beispielsweise beim Golf oder Tennis. Sony kann noch keinen Veröffentlichungstermin für die Smart Glass Attach nennen, auch der Preis ist noch unbekannt. Brille aufsetzen?